Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play, die Siedler Online in der Gold Edition. Ja, Maya 1 ist ja jetzt schon spannend genug. Was ich zuerst hier brauche, sind neue Siedler. Ich brauche unbedingt noch ein paar neue Siedler. Mit den paar Siedlern, die ich hier habe, kann ich nicht viel anfangen. Und nicht sehr weit kommen. Ich habe ja ein paar Werkzeuge zum Glück retten können. Und ich werde noch mal ein bisschen was hier rüber schleppen können. Jetzt muss ich mal hier ganz kurz gucken in den aktuellen Sektor. Was habe ich da noch an Rohstoffen liegen? Ich kann natürlich ein bisschen Getreide immer rüber schleppen lassen. Puh, das könnte ich machen. Aber ansonsten, ja, sind nur noch 12 Holz und 4 Steine hier. Kann ich hier eigentlich sagen? Getreide, ja, endlos. Schleppen alles an Getreide, was du produzierst, drüber. Gut, dass ich hier unten den Turm stehen habe. Ui. Der Träger hat keine Wohnung. Ach, das wird, glaube ich, global gezählt mit den Wetten. Na, knapp. Scheiße. Das macht es natürlich nicht einfacher, hier sich neu aufzubauen. Global habe ich zwei Betten zu wenig. Das heißt, hier wird sich das ein bisschen dann ausgleichen, hoffentlich. So, Rohstoffe sind schon mal alle gerettet. Na gut, nicht ganz alle. Hier wären noch viel mehr gewesen, aber gut, wurde eine Menge gerettet. So, ein paar neue Siedler für unsere neue Siedlung. Geologen? Wo habe ich denn Geologen? Also in dem Sektor hier habe ich keine Geologen, dann habe ich hier oben noch Geologen. Tatsache. Dass sie das überlebt haben, dann kann ich auch noch die fünf Hämmer von denen noch mit rüberbringen. Das ist doch perfekt. So. Kann ich hier jetzt nochmal wieder in diesem Sektor zwei Geologen ausbilden. Ich will mal jetzt hier direkt, wenn möglich, mit. Jetzt habe ich hier schon hier ein Haus gebaut und du bist trotzdem noch am Streiten. Schlimm. Wenn möglich direkt mit Steinmine beginnen. Also, dass ich sozusagen hier alles direkt von Anfang an richtig mache. Dazu muss ich mal ganz kurz überlegen, wie viel Stein und so ich da maximal für haben darf. Also, ich habe jetzt 8 Steine. 16 Steine, so. Wenn ich ein Holzfäller und ein Sägewerk baue, sind 8 weg. Mit dem Steinmetz könnte ich mir hier noch ein bisschen Stein wieder rausholen. Es wird auf jeden Fall mega schwierig werden, die Römer nochmal wieder einzuholen, ressourcenmäßig. Das ist auf jeden Fall hoffentlich klar. Ressourcen und einheitenmäßig natürlich so. Aber gut. Es ist erstmal nichts Unmögliches, würde ich mal jetzt schätzen. Wie passt es denn vom Holz her? Ja gut, vom Holz sollte es dicke passen. Ich spule mal kurz vor. Da sind. Oh, da ist Stein, da ist Stein, da ist Stein. Pionier. Habe ich denn noch mal. Ich habe noch ein paar Schaufeln, dann machen wir mal noch mal zwei Pioniere. Dieses Steinchenstück muss ich frei arbeiten. So, genau, ich wollte gucken, wie ich die Mine versorgen kann. Wenn ich dann jetzt noch eine Fischerhütte dazu setze und hier irgendwo Fische sind, dann haben wir schon mal Stein und Holz bald wieder im Überfluss, richtig? Wenn ich irgendwo Fische finde, natürlich. Da sind Fische. Das heißt, ich muss. Sind hier im Meer nirgendwo Fische? Momentchen mal. Ich sehe tatsächlich hier nirgendwo einen Fisch vorkommen. Ich kann mal mit den Soldaten hier ein bisschen gucken.
dass hier in der Nähe irgendwas am Meer wäre. Ansonsten werde ich die Fischerhütte wohl... Oh, werde ich die wohl hier so irgendwie hin platzieren müssen. Oder hier. In die Nähe. Erstmal hier, warte mal, ich habe doch noch zwei Geologen, zwei Pioniere bekommen, so. Ich habe hier auf jeden Fall alles schon mal schön im Überfluss, was ich bis jetzt bräuchte. Es wird ein sehr langsamer Neustart, aber es wird ein brauchbarer Neustart, glaube ich. Ich kann ja hier schon mal eine Fischerhütte bauen. Das dauert eh, bis die zwei Planierer das alles komplett planiert haben. Ich habe sogar drei Planierer. Oder wie? Momentchen mal. Ne, ich habe zwei Planierer. Das dauert ja eh ein bisschen, bis sie da fertig sind. Ja, okay, hier habe ich keinen Platz gerade mehr im Hafen. Deshalb liegt hier auf dem Schiff noch ein bisschen was, glaube ich. Ja, im Prinzip. Der Hafen ist voll. So, des Weiteren. So, da kann ich doch mit Sicherheit jetzt schon die Steinmine hinstellen. Genau, kann ich auch. Wunderbar. Dann kann ich jetzt hier gucken, dass ich das Fischvorkommen freimache. Ach du Heilige, ist das ein neuer Anfang. Man könnte sagen, ein neuer Anfang mit Schrecken oder so. Ach ja. Aber das hat auch alles so gerade eben gepasst. Mein Gott, ich hab's noch nicht mal auf schwer gestellt. Also wenn ihr das Spiel selber habt und selber vielleicht spielt und so weiter, würde mich interessieren, wie hättet ihr diese Mission gemacht? Würde mich jetzt wirklich interessieren. Hättet ihr auch so genauso wie ich auf einen Neuanfang gesetzt und einfach geguckt, dass ihr euch irgendwo nochmal neu komplett aufbaut? Oder wie hättet ihr das gemacht? Das interessiert mich jetzt wirklich brennend gerade. Das kann ja normalerweise nicht so die schlechte, nicht so die beste Lösung sein, den Computer derartig auszutricksen zu müssen, dass du einen Neuanfang machen musst, um an die notwendigen Rohstoffe zu kommen, die du brauchst. Beziehungsweise, damit du überhaupt eine Chance hast, immer neu anfangen musst. Entschuldigung, tut mir leid, dass ich wieder ein bisschen am Husten bin und so. Man könnte müde meinen, ja, mich würde andauernd immer husten, ist aber tatsächlich gar nicht so. Ja, also sobald ich den Hafen hier ein bisschen leer kriege, ich glaube Getreide brauche ich mir erstmal keine Sorgen drum zu machen. Das ist ein Problem, was ich glaube ich von selbst erledigen wird erstmal. So, Fischerhütte und Steinmine habe ich dann schon mal. Und dann geht es noch darin, genug Ressourcen für Bäume zu haben. Das heißt, ich kann hier schon mal... Ich könnte ja hier schon mal eine Holzfällerhütte hinstellen. Und hier ein Sägewerk. Und hier ein Forsthaus, was hier zuförstert. So. Habe ich noch ein bisschen mehr zu tun. Ich schwimme minimal vor. Web. So. Ich will jetzt hier mir das Eisenvorkommen auch schon mal erschließen. Damit ich sozusagen im Notfall aus der Fischerhütte heraus mir sämtliche Fischerhütte und ja aus der Fischerhütte heraus zusammen mit Eisen und Kohle alles holen kann, was ich brauche. Alles. Ich denke mal, so weit bin ich auch schon. Bald. Also sobald ich hier erstmal alles gebaut habe, werde ich mich auch wieder ausbreiten und so. Dann wird das alles Stück für Stück natürlich wieder einfacher und schneller gehen. Selbstverständlich. Es geht halt jetzt noch so elendig lahmarschig, weil wir halt einen kompletten Neuanfang machen müssen. Was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, natürlich. Aber hier Steine. Die Steinmine liefert schon mal Steine. Und die Steinmine kriegt sie auch Fische. Natürlich kriegst du noch keine Fische. So, Steinmine wird mit Fisch versorgt. Ja, Eisenmine wird auch mit Fisch versorgt. Die Kohlemine.
Also im Prinzip kriegen alle Minen irgendwie Fisch. Außer die Mine so. So, das kann man so gleich stehen lassen. Ah, der Fisch wird rübergebracht zur Steinmine. Gut, und das heißt, unsere Steinproduktion ist doch schon mal gesichert. Das ist doch schon mal was Schönes. So, die beiden Geologen brauche ich ja nicht mehr. Eigentlich habe ich ja eigentlich alles gefunden, was ich brauche an Rohstoffen. Eieiei, was ein Neuanfang. Ich glaube, an dem Spiel hängen wir noch etwas länger. Ich dachte, ja gut, jetzt könntest du vielleicht mal endlich das Spiel so ein bisschen durchrushen oder so. Nee, Fehlanzeige, Edge Patch. Oft guckt euch mal an, wie viel Getreide dort produziert wird. Das ist doch super. Dann ist zumindest noch ein Wirtschaftsteil aus der alten Siedlung nützlich. Also nützlich ist noch nicht, aber gut, das Getreide wird uns früher oder später zugutekommen. Aha. Unser Forsthaus wird gebaut, das ist gut. Denn dann gehen so schnell die Bäume nicht aus. Da muss ich hier schon gleich nochmal wieder ein Wohnhaus bauen. Hey. Tatsächlich brauche ich jetzt schon ein neues Wohnhaus. Aber ich denke, ich warte erstmal kurz, bis sie. Ja doch, ich habe ja jetzt genug Stein. Aha. Gut, dann baue ich ein mittleres Wohnhaus hier eben hin. Damit ich auch mal wieder ein bisschen schneller alles in Schwung kriege. Ich habe extra noch die Geologen zurückverwandelt, damit das alles läuft. Aha, jetzt holt das Schiff das erste Mal eine Ladung Getreide, das ist gut. Steine habe ich jetzt gar keine mehr hier. Das heißt, die Steinminen, ich bin jetzt komplett auf die Versorgung der Steinmine angewiesen, steinmäßig. Spiel wurde seit 30 Minuten nicht gespeichert. Ja gut, das ist jetzt mehr oder weniger egal, wir sind jetzt hier unbesiegbar. Könnte man so sagen. Am liebsten hätte ich jetzt so ein No-Fog-Sheet, damit ich sehen kann hier, wie das gerade läuft. Gut, die Steinmühle wird aber auch mit sehr, sehr wenig Fisch versorgt. Ich habe ein bisschen schlechte Fischversorgung hier. Und Holzversorgung gerade noch. Gut, Gold habe ich freigelegt, das heißt, ihr könnt erstmal mir ein paar Bäume noch freilegen wieder. Man, es gibt ja immer ein bisschen Fisch für die Steinmine. So. Da kommen die ersten Bäumchen. Also, Holzversorgung ist jetzt schon wieder gesichert. Könnte man so sagen. Hier sammeln sich schon wieder die nächsten Mengen Getreide an. Na komm, machen wir hier den. Oh, machen wir das bisschen Fluss hier frei, sodass die Fischerin genau da arbeiten kann. So, Steinminen lassen wir erstmal kurz ein paar Steinchen produzieren. Am besten, ich baue hier schon mal, baue mal hier kurz ein Lager. Im Lager kann ich ja dann wieder einiges zwischenlagern, so an Holz und Stein. Hier liegt mehr Holz, als wir tatsächlich hier angezeigt bekommen. Warum auch immer. Ja, aber wie ihr seht, der Computer kann uns hier nichts anhaben. Er produziert zwar weiter seine ganzen Soldatenmengen, aber das könnte uns egal sein. Wenn wir hier alles aufgebaut haben, neu, können wir so unendliche Mengen erstellen, dass wir ihn einfach überrennen können. Ja, gut, das wird aber noch dauern, bis wir so weit sind. So. Gut. Ich könnte jetzt noch ein zweites Lager für Getreide machen. Mache ich, glaube ich, auch.
Wir haben. Alter, wie wenig Fisch kriegen wir hier raus? Hier, geh mal hier Fische fangen. Du bist ein bisschen näher dran. Zweite Lager fertiggestellt. Getreide. Wir haben so viel Getreide hier. Das gibt's nicht. Das ist aber gut. Ist alles gut, denn Getreide brauchen wir ja. Einmal hier ein Wasserwerk. Da können wir nämlich vielleicht unsere Steinproduktion tatsächlich ein bisschen ans Laufen kriegen. Wenn wir jetzt ein Wasserwerk, eine Mühle hier irgendwo hinkriegen. Ja, wo baue ich hier eine Mühle hin? Und direkt daneben. Oder hier in die Nähe irgendwo dann gleich. Okay, dann schicken wir mal die Pioniere hier oben hin. Ich muss tatsächlich erstmal hier mein Gelände mal ein bisschen deutlicher ausbauen. Das geht nicht. So. Erstmal hier die beiden pausieren. Ich will erstmal hier neues Land haben. So, es geht doch, so geht es doch schon besser. So, dann kann jetzt hier das Wasserwerk weitergebaut werden. Und auf dieser Seite die Mühle. Nimmt das Lager schon fast voll mit Getreide. Das ist doch mal wunderbar. Man merkt einfach daran, dass wir hier keine. Dass Fisch halt nicht die Hauptnahrung von der Steinmine ist. Merkt man ziemlich deutlich, finde ich. Oh, ich will jetzt erstmal hier eine vernünftige Steinproduktion auf die Reihe kriegen. Bevor ich hier mit anderen Dingen weitermache. So, hier. Ja, ich schwue mal ein paar Minütchen mehr vor, weil so wirklich Spannendes passiert ja jetzt gerade nicht. Außer, dass wir mehr als genug Getreide im Prinzip haben. Gut, wenn wir so viel Getreide haben, könnte man eigentlich schon die Ziegenfarm bauen, ne? Machen wir mal Ziegenfarm plus Metzgerei. So. Ich war gerade am überlegen, hä, wie heißt das Wort? Plus, minus, geteilt? So ungefähr. So. Bauen wir uns hier weiter aus. Okay, ich glaube, die Pioniere sind schon fast schneller als so ein Turmbau. Machen wir mal hier hinten weiter. Okay, damit ist unser Getreide weg. Der hat sich dort oben weiter ausgebaut. Zum Glück haben wir noch keine Sense. Na toll. Pausieren wir mal, also die beiden Fleischbereiche. Immerhin Steine kriegen wir jetzt mittlerweile. Halbwegs zuverlässig. Jetzt müssen wir als nächstes gucken, dass wir erstmal wieder Werkzeuge herstellen. Ich reiß den hier mal ab. So, damit das ein bisschen schneller geht mit dem Ausbau. So, jetzt bräuchte ich eigentlich nur mal wieder hier zwei, drei Geologen bitte. Ich muss nochmal genauer wissen, wo Eisen und Kohle war. Nicht, dass ich dann da gleich ein bisschen Scheiße baue mit den. So, Geologen. Jetzt habe ich nur einen Geologen, okay. So, das ist doch schon mal ein bisschen Gelände jetzt gerade hier. Also, Brot habe ich glaube ich genug. Hallo, hier suchen, mein lieber Geologe. Was glaubst du, warum ich dich eingestellt habe? Hab
habe ich zwei oder drei Geologen gemacht? Ich habe doch drei gemacht. Ne, ich habe nur zwei gemacht, okay. Hier vorne ist auf jeden Fall Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. So, und ich weiß, dass hier in der Nähe Eisen war. Ah, okay. Rohstoffvorräte haben wir doch schon mal jetzt genug. Das heißt, wir können doch auch schon mal hier hinten anfangen mit sowas wie Eisenschmelze und Werkzeugschmiede. Was habe ich denn hier noch an Werkzeugen? Ich möchte mich mal kurz gucken. Ich könnte noch, werden wir noch drei Planierer machen. Und noch drei Bauarbeiter. So, und ich werde ein weiteres mittleres Wohnhaus hinstellen. So. Ja, hier hinten sterben meine immer mehr Siedler weg, die ich noch habe. Weil er jetzt wirklich guckt, dass er das letzte bisschen Landstückchen, was er noch so kriegen kann, sich schnappt. Während wir uns hier in aller Ruhe. Ja. Ich habe schon mehrfach gesagt, wieder neu aufbauen. So, ich werde das hier nochmal ein bisschen beschleunigen. So. Jetzt haben wir hier unsere Werkzeugschmiede, wunderbar. Gut. Hämmer habe ich, ja. Gut. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich sich wieder irgendwas wegnehmen müssen, damit ich an Werkzeug da rankomme, an die Hämmer. So, Eisenmine. Ich habe zwar noch keine laufende Fleischproduktion, aber das ist nicht so das Ding. Ich finde, das wird nämlich mein nächstes Ziel so sein. Denn jetzt gerade erstmal, gut, Brot habe ich prinzipiell genug. Ich muss erst gucken, dass ich jetzt mit der Werkzeugschmiede mir zwei Sensen mache. Ich brauche wieder natürlich bald Getreide irgendwann. Jetzt, wo meine Getreidefarm wegfällt langsam. Wäre so eine neue halt keine schlechte Idee, ne? Ich meine, es ist ziemlich weit hergeholt. Ich kann das verstehen, dass ihr da skeptisch seid, aber ist so. Nee, Scherz. So, ich brauche aber Platz für eine Getreidefarm. So, jetzt habe ich eine Eisenmine mir schon mal geschnappt. Eine Eisenmine kriegt ja auch, brauche ich ja im Prinzip auch nur hier. Kriegt ja auch ein bisschen Fisch, ne? Ja, die kriegt ja auch Fisch, gut. Oh, dieses Quietschen nervt. Dieses immer. So, hier habe ich doch bestimmt Platz für eine Getreidefarm. Na. Ja, wunderbar, hier habe ich Platz. Auch für zwei? Ja, auch für zwei. Ich brauche ja nicht die allerbesten Erträge, aber ich brauche zwei Getreidefarmen. Und anschließend muss ich hier mich weiter ausbauen. Das heißt, den reiße ich wieder ab. So, damit ich hier in die Richtung weiterbauen kann. Rohstoffmäßig bin ich ja jetzt gut versorgt, dank der Steinmine und den Reserven im Lager. Könnt jetzt mal gucken, hier oben sind doch bestimmt irgendwo Fische, oder? Sind die auch überhaupt gar keine Fische? Da sind ein paar Fische. Das heißt, ich baue dann zwei Fischerhütten da nochmal hin. Zumindest die Standardversorgung momentan ein bisschen vernünftig unter Kontrolle zu halten. Dass die Eisenmine auch ein bisschen vernünftig arbeiten kann. Oh, warte mal, du kannst doch hier direkt erstmal angeln gehen. So. Kann ich hier hinten. Achso, die Ziegen. Zucht habe ich ja schon. Genau, die Ziegenfarm habe ich schon. Ziegenfarm. Farm für Ziegen ist auch ein interessanter Begriff. Habe ich ja schon alles im Gange. Gut. Gut. So langsam wird das doch was. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir an dieser Stelle weitermachen. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und ciao, ciao.